In diesem Video möchte ich ein paar eurer Fragen rund um das Thema Kleinunternehmerregelung beantworten. Hi, mein Name ist Melcher von der Kontist Steuerberatung und wir bekommen jeden Tag viele Fragen, was mich persönlich sehr glücklich macht, weil das heißt, dass euch unsere Videos gefallen. Und du hast jederzeit natürlich die Möglichkeit, unter unseren Videos uns eine Frage zu stellen. Benutzt dafür gerne den Hashtag Steuerfrage. Ansonsten kannst du uns natürlich auch immer in unserer Online-Community Fragen stellen. Ich verlinke dir unsere Online-Community mal oben rechts hier. Du findest sie unter community.kontist.com. Und wenn du da eine Frage stellst, dann kriegst du auf jeden Fall eine Antwort. In diesem Video schauen wir uns ein paar Fragen von euch zum Thema Kleinunternehmer an. Die erste Frage kommt von Hollywoodskill und Hollywoodskill fragt, wenn ich Kleinunternehmer war, also Einzelunternehmer und freiwillig gesetzlich versichert war, gilt dann der gesamte monatliche Beitrag als Basisabsicherung? Hier geht es um das ganze Thema, wie kann ich eigentlich meine Krankenversicherung in der Steuererklärung absetzen? Dazu habe ich ein ganzes separates Video aufgenommen, das verlinke ich dir hier auch oben rechts einmal. Wichtig dabei ist erstmal, es macht überhaupt keinen Unterschied, ob du als Kleinunternehmer registriert warst oder als Angestellter oder voll umsatzsteuerpflichtiger Unternehmer. Das heißt, die Kleinunternehmerregelung ist nur eine Regelung aus dem Umsatzsteuergesetz und hat überhaupt gar keinen Einfluss auf deine Einkommensteuerberechnung. Und da kann ich als erstes erstmal sagen, grundsätzlich kannst du die Basisabsicherung für deine Krankenversicherung auf jeden Fall unbeschränkt als Sonderausgabe in deiner Steuererklärung absetzen. Ob du aber nur die Basisabsicherung bei deiner Krankenkasse hast oder auch irgendwelche Zusatzversicherungen, wie zum Beispiel Zahnzusatzversicherungen oder irgendwelche anderen Zusatzversicherungen, kann ich dir gar nicht sagen. Normalerweise solltest du von deiner Krankenkasse einmal im Jahr einen Brief bekommen, wo das aufgeführt ist, wie viel deines monatlichen Beitrags zur Krankenversicherung quasi für die Basisabsicherung war und welcher Anteil für Zusatzabsicherungen. Wenn du so einen Brief nicht bekommen hast für das letzte Jahr, dann ist meistens vollkommen ausreichend, wenn du eine kurze E-Mail oder einen Anruf bei deiner Krankenversicherung machst, damit sie dir die Zahlen mitteilen können, was exakt auf deine Basisabsicherung entfallen ist. Die nächste Frage kommt von Hagen Schuler und Hagen schreibt: Hallo liebes Kontist-Team, danke für das Video und die guten Erklärungen. Sehr, sehr gern. Ich habe in 2020 ein Gewerbe angemeldet und im steuerlichen Erfassungsbogen auch die Kleinunternehmerregelung optiert. Soweit, so gut. In 2020 waren meine Umsätze bei etwa 3.000 Euro. Somit konnte ich ja auch in diesem Jahr auf die Umsatzsteuer bei meinen Rechnungen verzichten. Also in diesem Jahr, der Kommentar kommt von 2021, das heißt, in 2021 konnte Hagen auch auf den Ausweis der Umsatzsteuer verzichten. Stimmt soweit. Dieses Jahr, also in 2021, werde ich die 22.000 Euro Grenze reißen, jedoch nicht über die 50.000 Euro kommen. Wenn ich es richtig verstanden habe, müsste ich somit ab dem 01.01.2022 dann auf meinen Rechnungen die Umsatzsteuer ausweisen. Oder liege ich da falsch? Hagen, alles richtig. Nächste Frage. Kommen wir zur nächsten Frage. Nein, ich mache es gerne auch noch ein bisschen ausführlicher. Genau, du musst eigentlich in jedem Jahr oder jeder Kleinunternehmer sollte sich am 1. Januar morgens oder vielleicht zu Neujahr um 0.01 Uhr überlegen, wie viel Umsatz habe ich im Vorjahr gemacht. Und wenn du da über 22.000 Euro warst, dann musst du ab sofort deine Rechnungen mit Umsatzsteuer schreiben. Scheint in deinem Fall der Fall gewesen zu sein. Das heißt, im Jahr 2021 warst du über 22.000 Euro. Das heißt, im ganzen Jahr 2021 bist du noch Kleinunternehmer und dann ab dem 01.01.2022 eben nicht mehr und muss Umsatzsteuer ausweisen, kannst dann aber im Gegenzug die Umsatzsteuer, die dir in Rechnung gestellt wurde, geltend machen. Kommen wir zur nächsten Frage. Kommt es nicht aufs Gleiche hinaus, ob ich die Regelung in Anspruch nehme und somit das Unternehmen keine Umsatzsteuer bezahlen muss oder ob ich sie eventuell nicht in Anspruch nehme und sich das Unternehmen die Umsatzsteuer in der eigenen Umsatzsteuererklärung wieder zurückholen kann? Spare ich dem Unternehmen und nicht eventuell mir bürokratischen Aufwand oder habe ich da einen Denkfehler? PS, danke für das Video, hab ein Like und Abo dagelassen. Und das verstehe ich als Aufforderung für euch alle. Wenn du dieses Video jetzt hier schaust und dir unsere Videos gefallen, dann solltest du definitiv ein Like und Abo dalassen. Aber um deine Frage zu beantworten, grundsätzlich ist es so bei der Kleinunternehmerregelung. Du kannst einen Preisvorteil haben, wenn du Endkunden hast, weil die Endkunden können keine Umsatzsteuervoranmeldung machen. Das heißt, die Umsatzsteuer, die du Endkunden ausweist, die müssen tatsächlich gezahlt werden und auch ans Finanzamt abgeführt werden. Wenn du Unternehmenskunden hast, das heißt, du hast B2B-Umsätze, Business-to-Business-Umsätze,
Umsätze und du schreibst deine Rechnungen nur an Unternehmen, gibt es diesen Preisvorteil nicht, weil dein Kunde kann die Umsatzsteuer, die du ausgewiesen hast, in seiner eigenen oder ihrer eigenen Umsatzsteuervoranmeldung geltend machen und sich vom Finanzamt wiederholen. Den Vorteil, den du eventuell hast, wenn du Endkunden hast, den hast du nicht, wenn du Unternehmenskunden hast. Aber du hast natürlich vollkommen recht, es macht am Ende auch keinen Unterschied, ob du Umsatzsteuer ausweist, also keine Kleinunternehmerregelung, oder keine Umsatzsteuer ausweist, weil du Kleinunternehmer bist. Ist für deinen Endkunden vollkommen egal. Und du kannst leider auch keine bürokratische Arbeit deinem Kunden abnehmen, indem du Kleinunternehmerregelung in Anspruch nimmst, weil es ist vollkommen egal, wie du deine Rechnung ausstellst. Dein Kunde wird aller Voraussicht nach sowieso eine Umsatzsteuervoranmeldung machen müssen. Vollkommen egal, ob du nun eine Rechnung mit oder ohne Umsatzsteuer stellst. Was ich an dieser Stelle nur wichtig finde, ist, es gibt keinen Preisvorteil, wenn du B2B-Umsätze machst. Das heißt, es gibt einfach keinen Vorteil. Ist es ein Nachteil? Nö, auch nicht wirklich. Die nächste Frage kommt von Adrian. Also Adrian, kann ein Kleinunternehmer in seiner EÜR, also Einnahmenüberschussrechnung, auch von dem IAB, also Investitionsabzugsbetrag, Gebrauch machen oder gibt es hier Ausnahmen? Wichtig überhaupt erstmal, was ist der IAB? Also was ist der Investitionsabzugsbetrag? Das ist eine hervorragende Möglichkeit, Steuern zu sparen mit Investitionen, die du noch gar nicht getätigt hast, sondern die du erst in der Zukunft tätigen möchtest. Beispielsweise möchtest du nächstes Jahr oder übernächstes Jahr einen Firmenwagen kaufen und du kannst die Kosten zum Teil jetzt schon in diesem Jahr berücksichtigen. Ich habe dazu schon mal ein ganz ausführliches Video aufgenommen, das verlinke ich dir hier oben rechts einmal. Wenn du noch nie vom IAB oder Investitionsabzugsbetrag gehört hast, solltest du da vorbeischauen. An dieser Stelle, um deine Frage zu beantworten, Adrian, ist auch wichtig zu verstehen, dass die EÜR und damit auch der IAB eine Regelung ist oder sie fließt ein in deine Einkommensteuerberechnung. Das ist insbesondere ein Mittel, um die Einkommensteuerschuld zu beeinflussen. Die Kleinunternehmerregelung bezieht sich auf die Umsatzsteuer und ähnlich auch schon wie eben bei der Frage nach der Krankenversicherungsbeiträgen sind das zwei unterschiedliche Steuerarten. Und du bist als Kleinunternehmer aufgrund einer Regelung mit der Umsatzsteuer überhaupt nicht limitiert in deinen Gestaltungsmöglichkeiten für die Einkommensteuer. Du kannst vollkommen ohne Probleme den IAB in Anspruch nehmen. Ich gehe sogar noch mal einen Schritt weiter, weil die Kleinunternehmerregelung kannst du eigentlich ja nur in Anspruch nehmen, wenn du dauerhaft unter 22.000 Euro Jahresumsatz bist. Und den Investitionsabzugsbetrag kannst du in Anspruch nehmen, wenn du unter 200.000 Euro Gewinn im Jahr machst. Ehrlicherweise ist es relativ schwierig, über 200.000 Euro Gewinn zu machen, wenn du unter 22.000 Euro Umsatz bist. Deswegen kann man schon fast sagen, dass wirklich nahezu jeder Kleinunternehmer auf jeden Fall den Investitionsabzugsbetrag in Anspruch nehmen kann. Die nächste Frage kommt von Kai und Kai möchte wissen, zählt die Umsatzgrenze, das heißt die Umsatzgrenze für die Kleinunternehmerregelung, haupt- plus nebenberuflich und das zusammen soll 20.000 Euro nicht überschreiten pro Jahr oder ist die Kleinunternehmerregelung eigenständig? Eine sehr, sehr gute Frage und es kommt ein bisschen darauf an, was dein Hauptjob ist. Das heißt, die Umsatzgrenzen, die für die Umsatzsteuer, musst du all deine selbstständigen Tätigkeiten, die über dich als Einzelunternehmer laufen, zusammenrechnen. Das heißt, wenn dein Hauptjob eine Selbstständigkeit ist und dein Nebenjob eine Selbstständigkeit ist, dann musst du das zusammenrechnen und dann musst du insgesamt unter 22.000 Euro Umsatz sein. Wenn du aber angestellt bist im Hauptjob und selbstständigen Nebenjob hast, dann zählst du es nicht rein. Das heißt, du zählst im Wesentlichen nur die Einnahmen aus selbstständiger Tätigkeit oder gewerblicher Tätigkeit zusammen. Und das muss zusammen unter 22.000 Euro sein. Ob du nebenbei noch in einem Anstellungsverhältnis eine Viertelmillion verdienst, ist vollkommen unabhängig. Das ist aber ganz, ganz wichtig. Du kannst nicht einfach parallel dich fünfmal selbstständig machen und in allen fünf Selbstständigkeiten 20.000 Euro Umsatz machen und dann quasi fünfmal die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen. Das geht nicht. Dann musst du alles zusammenrechnen, dann wärst du bei 5 mal 20.000 Euro, bei 100.000 Euro und dann wärst du kein Kleinunternehmer mehr. Ich hoffe, mit diesem Video hast du ein wenig Klarheit zum Thema Kleinunternehmerregelung gewonnen. Wenn du jetzt noch eine Rückfrage hast oder eine neue Frage hast oder ich vielleicht eine Frage falsch verstanden habe, dann findest du absolut klein und versteckt unter diesem Video einen Kommentarbereich, der nur auf deine Frage wartet. Benutz bei deiner Frage gerne den Hashtag Steuerfrage, dann hast du nämlich gleich drei Vorteile. Erstens, du bekommst eine Antwort. Zweitens, hast du eine Möglichkeit, in unserem nächsten Video dabei zu sein. Und drittens, nimmst du damit automatisch an unserer wöchentlichen Verlosung teil und hast die Möglichkeit, dieses tolle Überraschungspaket zu gewinnen. Wenn du dir jetzt denkst, mach dein Ding, nicht deine Steuern. Und du dir denkst, oh nee, ich mache ja mein Ding und meine Steuern. Ich würde aber gerne nur mein Ding machen und nicht meine Steuern. Dann sind wir vielleicht der richtige Partner für dich. Wir sind spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und
nehmen dir gern deine Buchhaltung und Steuererklärung ab und übernehmen das komplett. Alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einmal hier. Ansonsten kannst du natürlich auch alle Fragen an unserer Online-Community stellen. Wie du dich anmelden kannst, erkläre ich dir in diesem Video. Oder schau dir einfach unsere weiteren Q&A-Videos an, zum Beispiel das hier. Wenn du dir jetzt denkst, Mensch, als Kleinunternehmer muss ich Buchhaltung machen und Gewerbesteuer und Umsatzsteuer und keine Ahnung, Umsatzsteuer musst du nicht. Als Kleinunternehmer, ich muss Gewerbesteuer machen und Umsatzsteuer musst du immer noch nicht machen. Mann, ich mach alles doch mal.